Lassen Sie mich vielleicht noch einige Zahlen oder einige Fakten nennen zu der Diskussion oder der Konkurrenzsituation zur Lützelsachsen-Ebene. Viele, beispielsweise auch aus dem Rathaus in Weinheim, haben ja in den vergangenen Tagen immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade Lützelsachsen-Ebene deutlich günstigere Bauplatzpreise verlangen wird als hier im Sterzwinkel. Als Bürgermeister bin ich selbstbewusst genug, um zu sagen, das hat auch seinen Grund. Ich glaube nach wie vor, dass dieses Baugebiet und damit der Sterzwinkel mehr Qualität hat als das Baugebiet Lützelsachsen-Ebene in Weinheim. Wir liegen nicht unmittelbar an der Bahn und dieses Baugebiet ist nicht eingekesselt von Gewerbe um das Baugebiet selbst herum, sondern öffnet sich sozusagen nach Norden zu einer heute schon vorhandenen Bebauung und ist damit ganz grundlegend unterschiedlich zu betrachten zu dem Baugebiet in Weinheim. Das ist wohlgemerkt keine Kampfansage an die Stadt Weinheim. Ich glaube, beide Gebiete haben ihre Berechtigung. Ich glaube aber auch, dass es sehr wohl zu rechtfertigen ist, dass der Bauplatzpreis im Sterzwinkel etwas über dem wahrscheinlich in Weinheim liegenden Bauplatzpreis liegen wird.